Guten Morgen zusammen. Ich bin noch am letzten Schliff, am Feinschliff von meinem Make-up am Morgen. Heute ist der Dienstag, der 13. Januar. Ich bin Franziska, bin 59 Jahre alt und lebe seit ca. 10 Jahren in einem Pflegeheim aufgrund meiner chronifizierten Anorexie. Ich begrüße euch zu diesem Video und freue mich, mit euch heute zu starten. Ich habe schon mal ein Video angefangen, wie immer brauche ich zwei Anläufe, aber ich hoffe, dieses Mal wird es richtig kommen. Ich freue mich, bis später, sage ich. Ich mache jetzt noch den ganz Schlussfeinschliff und melde mich danach zurück. Bis dann, vielen Dank. So. Jetzt bin ich hier, noch das Armband anziehen. Ich begrüße euch nochmals ganz herzlich zu diesem Video. Der Titel heißt, ich weiß es nicht, es wird ein Überraschungsvideo. Ich möchte aber etwas ansprechen. Und das ist die Kanalmitgliedschaft, weil ich merke, dass ich auch gerne etwas Geld verdienen möchte mit meinen Videos. Wie alle auf YouTube das machen, mir fehlen viele Requisiten für YouTube, die ich mir nicht leisten kann. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt Geld verdienen könnte über YouTube, könnte ich mir diese Requisiten leisten. Ich möchte mit euch die Kanalmitgliedschaft anschauen, was das ist, was das für euch bedeuten würde und für mich bedeuten würde. Und dann dürft ihr das Urteil für mich entscheiden oder bilden. Ihr dürft eure Meinung mir dann schreiben und wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Wie und ob ich überhaupt Geld verdienen kann auf YouTube. Das ist ein bisschen das Grundthema, sonst läuft alles rundherum. Ich habe gedacht, ich müsste vielleicht ein bisschen anderen Content noch reinbringen. Was mir durch den Kopf gegangen ist, ist das Outfit, dass ich das Outfit in den Vordergrund stelle oder nicht in den Vordergrund, einfach auch hineinnehme, da ich ja mich jeden Tag anders anziehe und ich habe keinen Plan, das entsteht immer, jeden Tag neu. Heute habe ich eine helle, weite graue Hose an und ein Gilet, ein dunkleres Grau und ein hellgraues T-Shirt. Das T-Shirt ist schon uralt, das ist von Tide, das ist eine alte Marke, ich weiß gar nicht, ob das die noch gibt, diese Marke. Die Hose ist von Bershka, aber schon 2 Jahre alt. Und das Chile, das habe ich mal in Holden oder in Zara gekauft, ich weiß es nicht mehr, das ist vom letzten Jahr, also nicht von diesem Jahr. Und der Schmuck, den habe ich auch schon länger von früher schon von meinem Zuhause noch, wo ich noch in der Wohnung lebte. Diesen Schmuck ist von meiner Großmutter und das ist auch uralter Schmuck. Den habe ich vom Brockenhaus. Das ist Silberschmuck und meine Ohrringe sind Kitsch. Das ist einfach Strass. Ja. Und ich habe heute einen Dutt. Das ist das, was für heute das Outfit ausmacht. Jetzt warte ich noch auf meine Nahrung und auf die Medikamente. Die werden jeden Moment kommen. Ich habe heute ein bisschen, bin wieder mal selbst aufgestanden. Ich war in der letzten Zeit, musste man mich immer wecken, aber ich merke, jetzt geht es mir wirklich wieder gut. Und deshalb kann ich auch über solche Sachen wie Geld verdienen nachdenken, weil alle, die auf YouTube arbeiten, verdienen Geld. Und zwar nicht wenig. Ich strebe das nicht an. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch viel mit Arbeit verbunden, das Ganze. Es schenkt mir natürlich eine Tagesstruktur, aber es kostet mich auch Geld. Und
dieses Geld kann ich von nicht einfach nicht arbeiten und einfach nichts machen. Also ja, ich kann es nicht, es kommt nicht vom Himmel her gerieselt. Deshalb möchte ich mich wie entlöhnen, oder ich weiß es noch nicht. Ich werde es mit euch noch genau anschauen. Ich weiß nicht, habe ich Zeit? Wie viel Uhr ist jetzt genau? Ich muss mal schauen. Weil jetzt haben wir 5 vor 6 Uhr. Also im Groben ist es so, wenn man eine Kanalmitgliedschaft hat. Das sind, gibt Kanalmitgliedschaften in 3 Stufen. Man empfiehlt einem, es, man sollte sie in 3 Stufen nehmen. Das sind dann, in der ersten Stufe kostet eine Kanalmitgliedschaft, das würdet ihr mich abonnieren für 2,95 Franken, das wäre die erste Stufe. Und dann könnte ich eure Kommentare zum Beispiel hervorheben, damit man mit einem Sticker oder einer anderen Farbe oder mit einem Namen oder irgendetwas oder einem Emotion, dass ihr besonders hervorgehoben werdet in den Kommentaren. Und die zweite Stufe, es gibt dann immer ein bisschen mehr dazu, Geschenke oder so Aufmerksamkeiten. Die zweite Stufe kostet dann 5,95 oder irgend so etwas. Ich muss es noch genau anschauen. Ich bin es jetzt am Studieren. Es gibt auch nur eine Stufe, die kostet dann 5,95 oder 6, noch 5,95 und das beinhaltet alles. Oder man kann einfach diese Stufen 1, 2, 3, man kann auch 1, 2, 3, 4 nehmen oder sogar 5 Stufen. Und diese Kanalmitgliedschaft, das ist wie eine andere Mitgliedschaft, das ist nicht die normale Mitgliedschaft, wo man mich abonniert. Und das bleibt auch alles gleich und alle bekommt ihr auch immer noch das Gleiche wie vorher. Nur haben diese, die mich noch zusätzlich abonnieren, gewisse Vorteile. Und sie unterstützen natürlich mich, also ihr unterstützt mich, wenn ihr mich abonniert, könnt mich aber auch jederzeit wieder desabonnieren. Also ihr könnt auch sagen, diesen Monat abonniere ich Franziska, nächsten Monat abonniere ich Franziska nicht. Und dann müssen wir schauen, wie wir das dann machen mit dem Einzahlen und so weiter, aber es kommt dann alles viel später, wenn wir überhaupt so etwas machen. Was man auch kann, man kann spenden, man kann mir Geld spenden, mich unterstützen von euch her, dann kann jeder selber bestimmen, was er mir geben möchte. Aber es, ich möchte nicht betteln, auf keinen Fall. Wenn ihr das nicht möchtet, ist das auch okay für mich, dann schaue ich irgendwie anders. Ich möchte einfach zum Beispiel das iPad, möchte ich meinem Bruder retour zahlen. Ich möchte eine neue Kamera, weil sie wird langsam, sie spinnt, sie hat Probleme, sie macht mir wirklich Probleme. Und irgendwann ist sie kaputt und ich habe nichts und ich habe kein Geld, sie mir zu leisten, weil ich wohne im Pflegeheim. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie teuer das ist. Es ist nicht so günstig und ich habe einfach ein kleines Taschengeld zur Verfügung. Und dieses benutze ich für meine Outfits und für meine Sachen. Aber ich habe kein, ich benutze keine Verkehrsmittel. Ich gehe nicht in den Ausgang, ich gehe keinen Kaffee trinken, ich gehe nirgendwo hin. Ich gebe das Geld bis jetzt nur für YouTube und für mich aus. So. Und ich muss das dann zusammensparen. Und jetzt kommt die Kamera, dann brauche ich ein neues Stativ. Dann brauche ich besseres Licht, ich brauche so vieles und ich weiß nicht woher, dass ich das nehmen soll. Deshalb muss ich etwas verändern. Das ist das, was ich euch noch erzählen wollte. Mit den Preisen kann ich euch das noch sagen, aber überlegt es euch das doch mal, ob ihr so etwas euch das vorstellen könntet, mich zu abonnieren und dafür ein Dankeschön bekommt, indem ich euch hervorhebe oder auch andere Sachen. Es gibt noch andere Sachen, ich muss das dann noch genau studieren. Ich bin natürlich nicht so super im Internet oder im IT-Zeugs. Ich bin halt ein No-Profi, überhaupt kein Profi. Ich
mache es, wie es kommt, aber ich schaue immer, ich kaufe mir ja Programme, wie ihr merkt, ich mache jetzt auch Intros, das sind alles Programme, die ich mir kaufe, das kostet alles auch Geld. Und ja, aber ich möchte die Videos neu gestalten, ich möchte weiterkommen, ich möchte euch auch etwas Schönes geben, dass das nicht langweilig ist, sonst ist es immer das Gleiche. Ich habe gemerkt in der letzten Zeit, es ist immer das Gleiche. Und ich werde euch aber auch weiterhin von der Anorexie berichten, von der Problematik. Ich hatte jetzt wieder eine gröbere Krise und diese Krisen, die ich habe, kommen immer in kürzeren Abständen. Und in der letzten Zeit schlafe ich sehr, sehr viel und sehr, sehr tief. Ich bin anders geworden und doch kommt jetzt wieder die Franziska hervor und das erfreut mich sehr. Jetzt mache ich mal einen kurzen Schlusspunkt, weil jeden Moment kommt die Nacht noch herein und dann sprechen wir noch hier weiter. Vielen Dank. Und es geht weiter. Ich habe vorhin gesagt, es ist 5:45, es war jetzt 5:05. Jetzt haben wir 5:30, ich glaube, oder nicht einmal. Und jetzt ist 5:45. Jetzt ist 5:45. Vorher war es eine Stunde vorher. Und jetzt lasse ich mir die Sonde rein und ich habe gespült und werde mir die Sonde annehmen. Ja. Ich habe es jetzt mir gerade angesehen, was ich gesprochen habe. Und heute gehe ich noch ins Secondhand, ich könnte euch mitnehmen, oder ins Caritas, ich möchte nicht ins Secondhand, ich möchte ins Caritas, ich möchte meine Sachen bringen, die ich zu viel habe und die andere zu wenig haben, wie in Syrien mit dem Erdbeben oder mit dem Gazastreifen und andere, oder so schlimm, Franziska, du bist so schlimm. Ach, ist schon gleich. Einfach überall, wo es Kriege herrscht und wo die Leute Kleid brauchen, jetzt weil es kalt ist, möchte ich meine Kleider bringen. Es hat ja auch Kinder, denen können meine Kleider passen. Ich habe hier ein Hoodie zum Beispiel. Diesen möchte ich geben. Einfach schöne Sachen. Ich habe die schönen Sachen rausgesucht, die ich auch noch anziehen würde, nicht das, was nicht schön ist. Ich habe wirklich schöne Sachen rausgesucht und ich hoffe, es kommt an die richtige Person. Ich bete dafür. Und ja, das mache ich heute, das habe ich heute vor. Und das Video dann noch fertig machen, dass ich es dann noch auf die Plattform laden kann. Ich mache jetzt neu auch Shorts. Ich habe gestern Abend ein Outfit-Short gemacht, vorbereitet, den ich heute hochlade und dort bin ich ungeschminkt. Das kommt dann bis. Also ihr werdet es dann schon gesehen haben, wenn ihr es seht, wenn dieses Video auf YouTube ist. Es ist jetzt Dienstag, es ist am Dienstag, lade ich es hoch. Ich habe es jetzt gerade fertig gestaltet. Die Shorts, die sind jeden Tag, die mache ich neu dazu, die gehen eine Minute und da kann ich meine Kunst ein bisschen ausleben oder meine Künstlerisch oder meine Kreativität und das gefällt mir. Und dann mache ich auch jeden Tag einen Reel, läuft das so, ja, einen Reel auf Instagram, weil ich möchte mich nicht mehr exponieren dort, also meinen Körper nicht mehr posieren. Wegen den Männern und wegen den Proanas. Ich möchte nichts anziehen. Ich mache einfach einen Reel und der geht auch eine Minute. Das heißt, ich spreche von mir, wie ich geschlafen habe, was ich vorhabe, wie es mir geht und wünsche euch einen schönen Tag. Das mache ich täglich. Das ist alles. Und mehr mache ich nicht mehr auf Instagram. Aber ihr könnt mir immer noch eure Fragen schicken. Hier oben die Adresse. Wenn ihr Fragen habt, für YouTube oder sonst etwas, ihr könnt mich über Instagram erreichen. Ich gehe immer mal auf Instagram zum Schauen, aber bin nicht mehr aktiv so dabei. Und
Dann wollte ich noch wegen Kliniken sagen, bei uns in der Schweiz hat es inzwischen auch ein paar Kliniken gegeben, die jetzt spezialisiert sind für Essstörungen, für die, die in einer solchen Situation sind. Was immer von Vorteil ist, wenn man sich vorher in einem Akutspital vorbereitet, wenn man ganz tief im Gewicht ist, da gibt es so Programme, die man machen kann, die gehen in der Regel 6 Wochen und da kann man so 3 bis 4 Kilogramm aufholen. Und dann ist man in einem besseren körperlichen Zustand. Man schaut auch im Spital, dass man wieder körperlich besser funktioniert, weil eine Therapie ist anstrengend und man muss das dann auch testieren. Oder ja, man muss die Kraft haben dazu, eine Therapie zu machen. Aber die eigentliche Therapie findet ja dann in der Klinik statt. In dem Spital ist man nicht so begleitet. Man hat zwar Massage und man hat einen Psychiater, der einen begleitet, das Pflegepersonal. Aber man ist vor allem dort, um das Gewicht zu stabilisieren. Es gibt so ein Programm, ein Stufenprogramm, das zeige ich euch hier. Und nachdem wird dann diese Kur gemacht. Ich habe sie oft gemacht. Ich bin aber auch dort immer gescheitert. Ich habe immer beschissen. Und ich weiß auch nicht, ich konnte es einfach nicht. Ich habe mir schon Mühe gegeben, aber wenn es dann mit zunehmen, dann ging es immer. Bei mir muss das einfach normal passieren oder nicht mit Waage und Zahlen und so bekomme ich ein Problem. Da bekomme ich ein Riesenproblem. Dann sehe ich mich so und ich habe mich im Spital auch immer blindlings gewogen und da hat man dann die mehr Freiheit oder weniger Freiheit und ich habe mich immer personell ernährt. Ich habe nie gegessen, ich habe immer mich personell ernährt. Aber es ist der Einstieg für die Klinik und es gibt Klinik speziell, also ich war auch mal 2 Jahre lang in einer Privatklinik in Littenheit. Dort war ich auf der Psychotherapiestation, auf der Akutstation und auf der Langzeitstation, das war vor Jahren. Und dort hatte speziell für Kinder und Jugendliche Stationen für Essprobleme und auch andere Probleme. Die sind spezialisiert für das. Dann hat es auch Kliniken ganz verteilt in der Schweiz, die sich jetzt spezialisiert haben für Essstörungen. Und wenn man im Spital war, schauen Sie dann eigentlich mit der Betroffenen zusammen, wohin man dann in eine Klinik geht. Man geht ja meistens in ein Spital in der Region, in der man wohnt. Und dann schaut man auch in dieser Region, wo hat es eine Klinik, die spezialisiert ist für Essstörungen. Was im Moment die Schwierigkeit ist, es hat sehr, sehr eine hohe Worte, also eine große Warteliste. Es hat viele, die dieses Problem aufweisen, weil es ja wie auch eine Modekrankheit geworden ist. Ich nehme dieses Wort nicht gerne in den Mund, aber wenn ich dann auf Instagram schaue und wenn ich auf YouTube spielt mir immer solche Videos zu von jungen Mädchen, die das Abnehmen einfach in den Alltag reinnehmen und das Abnehmen für sie normal ist. Und ich finde das auch für ältere Leute, es gibt ja Leute, die sich spritzen von Diabetikern, spritzen, damit sie abnehmen. Es ist immer noch in aller Munde, man muss dünn sein dabei. Es ist nicht wichtig, wie man aussieht. Wenn ich auswählen könnte, klar, ich bin mich gewohnt jetzt an diesem Körper, aber ich möchte vor allem gesund sein. Ich möchte zum Beispiel wieder nach Brasilien gehen können, dort war ich besser. Ich war auch im Untergewicht und auch nicht gesund, aber ich war besser und ich möchte gerne wieder so weit kommen, aber mich nimmt keine Klinik mehr. Ich bin austherapiert, ich bin in so vielen Kliniken gewesen, ich glaube in jeder in der Schweiz, wenn ich nachdenke, auch in vielen Spitälern. Mich hat es vielmals zusammengeklopft, irgendwo in der Schweiz, wo ich einkaufen gegangen war, meine Apfelmütter, dann hat es mich zusammengekloppt und ich musste ins Spital fahren in dieser Region. Aber ich bin daher gut versichert und da ging das. Und in den S-spezialisierten Kliniken
bin ich dann in den späteren Jahren nicht mehr aufgenommen worden, da mein Gewicht zu tief war, mein Alter zu alt, die Krankheit zu lang, also austherapiert, zu chronifiziert, dass sie mir keine Möglichkeit mehr gaben, als dass sie mir absagten. Ich habe zwar Vorgespräche gemacht, lange Vorgespräche, über eine Stunde, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, und am Schluss habe ich dann den Bescheid bekommen, dass sie mich nicht aufnehmen. Ja. Leider ist das so, aber es ist ja nie zu spät. Aber jetzt bin ich palliativ und ich möchte einfach das Beste daraus machen und möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr euch therapieren lassen könnt. Schaut mal im Internet nach. Es gibt so Spezialsprechstunden, wo man sich melden kann, und die können einem auch Kliniken angeben oder sie dich oder Personen, Betroffene, verweisen. Also wenn ihr Eltern seid, für eure Kinder, für eure Söhne und Töchter eine Stelle. Ich habe jetzt bewusst Söhne zuerst genommen, weil es gibt ja auch Männer, die betroffen sind. Jetzt ist es schon wieder 10 Minuten. Ich muss das Video langsam beenden. Es tut mir leid, aber ich habe sonst wieder so ein langes Video. Also, es ist ein kurzes Video. Wir gehen heute nicht mehr zusammen raus, sonst wird es zu lang. Ich mache jetzt einen Abschluss. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mich liken. Ich wäre froh, wenn ihr mich liked, weil das gibt mir auch Punkte für Instagram, für YouTube, dass sie mich höher einstufen. Wenn ich wenig Likes habe, bin ich nicht interessant. Abonnieren, und ich danke euch für jedes Abonnement. Ich bekomme jeden Tag neue Abonnenten. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Es tut mir leid, dass ich jetzt so abrupt abbrechen muss, aber ich möchte euch nicht so ein großes Video zumuten. Ich möchte es kurz halten, damit ihr auch dranbleiben könnt, und alles Weitere kommt im nächsten Video. Schaut einmal oder überlegt euch mal, wie man mich finanzieren könnte auf Instagram. Könnt ihr mal gucken gehen und schauen. Ich bin auf YouTube Premium auch noch. Da habe ich auch noch gewisse Vorteile. Aber also meine Videos werden jetzt untertitelt in Englisch neu. Da kommen auch noch andere Leute dazu. Hallo überhaupt, alle zusammen, hallo. Und tschüss, jetzt tschüss. Ich habe euch alle lieb in meinem Herzen und ich wünsche euch eine gute Woche. Passt gut auf euch auf, und ich überlege mir für das nächste Video, dass wir wieder mal nach draußen gehen können und zusammen etwas unternehmen. Ich habe euch alle lieb, eine große Umarmung. Habe ich etwas vergessen? Liken, abonnieren und alles Gute. Ja, und vielen herzlichen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Franziska. Tschüss. Jetzt finde ich den Knopf nicht.